alle Texte des heutigen Sonntags, liebe Schwestern und Brüder, des Sonntags zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten, des Sonntags, der mitten in dem liegt, was wir Pfingstnovene nennen, wo die Kirche sich versammelt sieht und um Gottes Geist betet und ringt. An diesem Sonntag sind alle Texte Texte des Übergangs, Texte einer unglaublichen Dynamik, Texte des Ausblicks, Texte, die noch nicht fertig sind, wenn man so will. Es sind Texte aus einer Not heraus gesprochen und gebetet und die ins Licht schauen. Genauso wie unser Leben oft aussieht. In der Not gefangen, aber, was uns dieser Sonntag als erstes deutlich macht, in der Not nicht ohne Perspektive, sondern mit einem großen Ausblick, der uns anzieht, der unser Herz anspricht und der unser Leben ebenfalls in diese Dynamik des Übergangs, des Hinüberschreitens versetzen will. Wir sehen Stephanus verblutend am Boden, wie er den Himmel offen sieht und das tut, was ein Christ zu tun hat in der Bedrängnis, zu beten, ja sogar für die, die ihn gerade ermorden, zu beten, so wie Jesus selber. Wir hören Worte des Sehers aus der Apokalypse in der zweiten Lesung. Eine Gemeinde, die ums Überleben kämpft, aber nicht so wie wir, sondern deren Leben wirklich bedroht ist, die verfolgt werden von einer römischen Machtmaschinerie, von einem Staatsapparat, der diese Christen nicht dulden will, von Kaiser Nero. Und genau in dieser Situation gibt es wieder diesen Blick hin auf das Ziel. Gibt es das Verständnis davon, dass wir nicht in einem endgültigen Setting hier sind, wie man heute sagt, sondern dass wir Erscheinungen des Übergangs sind. Und nicht nur, dass es vielleicht morgen oder übermorgen oder die nächste und übernächste Generation gar nicht mehr an uns denken, sondern dass es eine große Bewegung ist. Hier, wie wir an Christi Himmelfahrt sahen, gesendet auf die Wege der Welt, mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen und möglicherweise dort Not zu erleiden. Aber es ist nur eine vorübergehende Station. Der Blick geht zum Ziel. Und dieses Ziel umfasst Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet, in dieser notvollen Situation, da er sich von seinen Jüngern verabschiedet und sehr bewusst und in Freiheit ins Leiden geht, in die Hingabe seines Lebens, sich selber darbringt für die er dieses Gebet spricht. Für mich, für dich, für seine Kirche, ja, mehr noch, für die ganze Welt. Und das Gebet, das Jesus heute im Evangelium spricht, ist gedrängt von diesem umfassenden Handeln Jesu. Jesus hat nicht nur seine Apostel, seine Freunde, die vor ihm sitzen, im Blick. Und er hat in seinem Beten nicht nur den im Blick, der schon herausgegangen ist, um ihn zu verraten und zu verkaufen, Judas. Nein, er hat sie alle im Blick. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, wenn Sie das Evangelium hören, was da hängen bleibt. Vielleicht sind wir auch durch den medialen Beschuss, etwa durch den ökumenischen Kirchentag, der zurzeit in München stattfindet, heute abgeschlossen wird, ja auch ein wenig präzisiert zu hören, alle sollen eins sein. Und dieses Wort müssen wir hören, denn es ist der große letzte Wunsch Jesu. Aber wir müssen dieses Wort ebenso eingebettet wissen in diese Texte des großen Übergangs, in diese große dynamische Bewegung von Gott her. Sonst verstehen wir das zu kurz, sonst greift es zu kurz. Und wenn wir dieses Wort, die Bitte Jesu um das Einssein, dass er nicht losgelöst alleine irgendwo steht, sondern eingebettet ist in dieses große Gebet, das Jesus spricht, das wir das hohe priesterliche Gebet Jesu nennen, dann verstehen wir auch mehr, wenn wir vom Katholischen reden. Denn die große Bewegung, die Gott inszeniert, indem das Gott Mensch wird, indem das Gott der Schöpfer des Alls ist, wie wir gleich im Credo wieder erneut bekennen. Genau darin drückt sich ja Katholisches aus, nämlich in dem, was es meint. Dass es etwas Umfassendes ist, dass es jeden und jede beansprucht und alles meint.
und alles in ihm bewahrt ist, in dieser großen Bewegung von Gott her in Jesus Christus. Auf uns Menschen zu, aber auch, und das zeigt die Dynamik der heutigen Texte, von diesem Boden des Menschseins, seiner Not und manchmal auch seiner Erbärmlichkeit, hin wieder zu Gott. Das ist die große Bewegung, in der wir jetzt stehen in diesen Tagen. Indem wir Tod und Auferstehung Jesu Christi 50 Tage lang hindurch feiern und dafür dankbar sind. Aber sozusagen der Blick geweitet wird in jene große Perspektive, die sich auftut seit Christi Himmelfahrt. Dieser Mensch, der ganz aus Gott ist, wie der vierte Evangelist sagt, der am Herzen des Vaters ruht, der als einziger weiß, wie Gott wirklich ist, von einer unbeschreiblichen Einheit geradezu, der unser Leben annimmt und es wieder dorthin öffnet und dorthin zurückbringt, wo es hingehört, nämlich zu Gott. In dieser großen Bewegung sind wir, und diese große Bewegung ist es dann, die wir das Katholische nennen und die wir immer im Blick haben müssen, wenn wir auch von Ökumene reden. Es ist ja geradezu leicht, und unsere Zeit ist entsprechend, dass sie nicht mehr das Ganze sucht und den Anspruch des Ganzen an sich heranlässt, sondern die Vereinzelung, die Partei bis hin zur Sekte. Wir sprechen dann von Fundamentalismus, weil der Anspruch auf das Ganze aufgegeben wird. Aber wenn man diesen Anspruch formuliert, wie wir das zumindest in den Lehrtexten, ich sage das bewusst als Einschränkung, zumindest in den Lehrtexten als katholische Kirche noch tun, dann erleben Sie das ja auch in den Diskussionen, ist man schnell intolerant. Weil das, was alles beansprucht, da geht es nicht um den Vatikan und es geht nicht um den Papst, sondern es geht um den einen Gott, auf den hin man lebt und von dem her man sich versteht. Der eine und einzige Gott, wie wir sagen. Und das ist eine wichtige Frage, sich selber zu prüfen. Wie weit leben wir darauf hin und von dort her? Oder ist das alles schon relativiert? Kann man das heute so und morgen so machen? Was es braucht, liebe Schwestern und Brüder, sind nicht mehr Kommissionen, sondern es braucht mehr Menschen, die dieses Lebenszeugnis geben. Und wir operieren da vielfach an der Oberfläche herum. Wenn ich jetzt auch immer wieder, das ist ja immer beim Ökumenischen Kirchentag, wenn das mit der Eucharistie und dem und der Wunde, das muss man ja sagen, dass es eine Wunde ist, das kann niemanden zufrieden machen, dass wir eben nicht gemeinsam Eucharistie feiern können mit allen Getauften. Das ist kein schöner Zustand. Ich möchte da nicht missverstanden werden. Das ist eine Wunde, an der man leiden muss und die wehtun muss, aber eine Wunde, die man nicht zu schnell zunähen darf. Das wird dann immer diskutiert. Und dann hält man Leuten schnell ein Mikrofon unter die Nase, die sagen dann gutmeinend etwas. Oder jetzt die Diskussion um den Zölibat. Ich frage mich immer, wo ist das Lebenszeugnis? Wie können wir manchmal bis hin zu Bischöfen so lieblos über die eigene Tradition sprechen? Ich wundere mich. So lieblos, manchmal geradezu verächtlich. Warum? Dahinter steckt natürlich immer die große Gefährdung, in der jeder steht und je mehr in der Öffentlichkeit steht und von der Presse und von den Medien beansprucht wird, natürlich auch mal der Wunsch, Beifall zu bekommen. Sehr, sehr menschlich. Aber ob man bei der Wahrheit ist, und zwar nicht bei einer oberflächlichen Richtigkeit, sondern bei der Wahrheit, von dem Jesus wenige Sätze, wenige Momente hier vor unserem Gebet selber sagt, dass er sie ist. Denn wir reden beim Zölibat immerhin von seiner eigenen Lebensform und von nichts anderem, sondern von der Lebensform, die Jesus selber hat. Und dazu muss man keine andere Lebensform abwerten, um die wertzuschätzen. Schauen wir auf die große Dynamik der Texte heute, die uns eigentlich gar nicht ruhig lassen können. Der Blick des Stephanus zum erhöhten Christus, während er stirbt. Und der Blick, der hinfindet, trotz seiner Wunden, die schließlich zu seinem Tod führen, dem Gebet für seine Feinde. Dem Blick der bedrängten Gemeinde in der Offenbarung des Johannes, die unter Verfolgung leidet und dennoch die große Verherrlichung sieht. Das ist, liebe Schwestern und Brüder, der Weg, den wir beschreiten müssen.
Ein Weg, der nach dem Lebenszeugnis ruft von solchen, die auch die Not, die wir erleiden, das eigene Schicksal genauso wenig wie die Not der Kirche und manchmal ihre selber fabrizierte Not und Notdürftigkeit, die das nicht verleugnet, aber die den Blick bewahrt, den Blick frei macht für das Ziel und sie ausdrückt im Gebet, in diesen Tagen im Gebet um den Geist Gottes. Jesus spricht heute im Evangelium von interessanten Stichworten, die wir, wenn wir von der Einheit sprechen, auch von der Einheit der Getauften, die ich in diesem Zusammenhang wenig finde. Ein Wort wie Herrlichkeit, ein Wort wie bleibendes ewiges Leben, ein Wort wie Liebe. Das wirkt auf mich alles so abstrakt und so technisch. Als müssten wir jetzt eine Rechenaufgabe lösen, die kompliziert ist, und da gab es 1054 ein großes Schisma, ja auch nicht ohne unsere Schuld. Es gibt dann in der sogenannten Reformation das weitere Schisma der abendländischen Kirche und seither eine Fragmentarisierung gerade dieses Teils der Getauften. Immer mehr Partei, immer mehr Aufspaltung, wenn Sie sich den ökumenischen Rat der Kirche anschauen, dem sich die katholische, weil sie eben einen entsprechenden Anspruch hat, bewusst verweigert. Wo sind diese Stichworte? Wo bleiben die? Bleiben die einfach auf der Strecke? Beim Gebet Jesu spielen sie die zentrale Rolle. Ewiges Leben, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, Herrlichkeit, Liebe. Und das gilt für alle. Alle Getauften sind in diese Spur gestellt. Alle Getauften hören dieses Wort Jesu, sein Gebet. Und das, glaube ich, ist eine Spur, die wir, wenn es denn eine Basisbewegung gibt, von der oft so gerne gesprochen wird, das ist ein Weg, den wir beschreiten können und beschreiten dürfen, danach zu schauen. Ich weiß wohl, wenn ich heute jemandem vom ewigen Leben predige, dauert hoffentlich noch ein bisschen, kriegt man dann zu hören. Jetzt habe ich ja hoffentlich noch 20, 30 gute Jahre oder vielleicht noch mehr. Und wenn die Medizin, vielleicht noch 10 dazu, dass es alles schön ist, wer will denn jetzt was vom ewigen Leben hören? Aber ewiges Leben ist ja nicht nur einmal nach dem Schnitt des Todes, sondern ewiges Leben greift ja in unser Leben hinein. Genau wie es die Dynamik der Texte sagt. Wenn Herrn Stephanus an das ewige Leben nur geglaubt hätte, dass es irgendwann dann einmal später ist, wäre er elendiglich unter seinen Steinen verreckt und hätte den Mund nicht aufgemacht. Ewiges Leben greift schon jetzt nach uns, liebe Schwestern und Brüder. Und wir müssen es vielleicht entsprechend, und das ist unsere Aufgabe, Wege, Worte, Lebenswirklichkeiten finden, von diesem ewigen Leben zu sprechen. Wie viele Menschen suchen heute bewusst nach Weite, ja, und zugleich nach Verbindlichkeit, auch ja. Verbindlichkeit nennt der vierte Evangelist Liebe. Wie viele suchen heute nach Schönheit, nach absoluter Schönheit? Und Jesus nennt dies Herrlichkeit, die er aus der Gemeinschaft mit Gott hat. Viele haben heute die Sehnsucht danach, endlich aus Überzeugung und nicht mit Hintergedanken das Knie vor jemandem beugen zu können, vor Gott. Haben Sehnsucht nach heißer Liebe, die sich in Sehnsucht ausdrückt und selig macht. Wir sagen Gott. Und es gibt keine andere Adresse. Und das macht Jesus selber deutlich auf seinem Weg. Haben ein Verlangen danach, nach einer Freundschaft, die lebenslang hält, so wie Jesus es verspricht, auch in seinen Abschiedsreden. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Davon, liebe Schwestern und Brüder, müssen wir uns erfassen lassen. Das muss uns berühren, das muss uns in Bewegung bringen, damit wir der Welt zeigen, wie das Ziel ist, das wir jetzt schon vor Augen haben. Dass wir niemals verlieren dürfen, jene Gemeinschaft und jene Einheit, um die Jesus betet und in die hinein er uns stellt, als seine Kirche. Als eine wahrhaft alles und alle umfassende, als katholische.